Hey Leute, willkommen zu meinem 93. YouTube-Video. Ich habe mir eine Scrawler-Box geholt. Ich weiß nicht, ob ihr diese Box kennt. Das ist sowas, das kann man sich abonnieren und dann kriegt man einmal im Monat so eine Box zugeschickt. Ich habe mir jetzt so eine einmalige Box geholt. Hier drin befinden sich Kunstmaterialien, mit denen man imstande sein sollte, ein Bild zu zeichnen. Ich würde sagen, wir machen die Box jetzt einfach mal auf, aber vorher wollte ich euch noch etwas zeigen. Ich weiß nicht, ob ihr das im Hintergrund schon hört. Wir haben eine kleine Geräuschkulisse. Wir haben heute, ich zeig's euch einfach. Ich habe ein neues Familienmitglied. Er ist so süß! Das ist Pan. Hi Baby, hi Baby. Er gehört jetzt hier zur Familie. Er ist ein ganz feiner, er ist ein ganz feiner, ein ganz lieber, ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Er ist ein Samoyede, ein Rüde, er ist 3 Monate alt und ein ganz lieber und ein ganz feiner. Er wohnt erst seit gestern bei mir und ich wollte ihn euch mal zeigen. Er ist ein ganz lieber, ein ganz feiner, aber muss noch ganz viel lernen. Ganz viel muss er noch lernen. Und falls ihr euch jetzt fragt, was sagt denn Molly zu der ganzen Sache mit dem Mund? Was sagt Molly dazu? Molly ist etwas skeptisch, misstrauisch, traut ihm nicht so ganz über den Weg. Aber die werden sich schon anfreunden, die werden sich schon anfreunden, ne Baby? Und jetzt geht's aber weiter mit der Scrawler-Box. Und verzeiht mir bitte, wenn ihr ihn ein bisschen hecheln hört und er hier so ein bisschen Quatsch macht. Ich lasse ihn lieber hier bei mir im Raum, dann habe ich ihn im Blick und alles ist gut. Statt dass er jetzt irgendwie in der ganzen Wohnung Quatsch macht. Was machst du denn da jetzt? Okay, wir ignorieren jetzt einfach. Er wird schon klarkommen. Habt ihr Hunde und Katzen? Wenn ja, schreibt mal die Namen in die Kommentare. Ich würde echt gern wissen, wie eure Haustiere heißen. Aber zurück zur Box. Hier steht nur Scrawler-Box und so ein blaues Pschuh. Und dann drehen wir das Ganze mal um, andersrum. Just one little rip and you are into your art supplies. Da würde ich mal sagen, let it rip. Und wir machen das mal auf. Ich bin gespannt. Ah, und noch eine kleine Story zu diesem Ding vorher. Ich habe die Bestellung im Oktober aufgegeben und habe die Box vor 2 Wochen bekommen. Und da gab es irgendwelche Probleme. Weiß nicht, was für Probleme, aber irgendwas lief da schief. Es mussten sehr, sehr viele E-Mails geschrieben werden. Ich erspare euch die Odyssee und wir gucken jetzt einfach mal rein. Ich weiß doch gar nicht, was drin ist. Ich habe keinen Plan. Ich weiß es nicht. Oh, da ist was Süßes drin. Was ist das? Ist das... Pfefferminz. Oh Mann, warum tun die denn da Pfefferminz rein? Na, okay, ich freue mich trotzdem. Schokolade wäre nicer. Nee, aber ist trotzdem nice. Ist trotzdem schön, dass die was Süßes dazu packen. So, dann haben wir hier, wir machen das jetzt mal auf, so ein, weiß nicht, so ein Papierdings. Bin so gespannt, was da drin ist. Bin echt richtig gespannt, was hier drin ist. Was ist, oh mein, es ist Dings. Oh, so eine kleine Box. Ich habe keinen Plan, was das ist und ich habe das auch noch nie benutzt. Aber von Derwent, das ist schon mal heftig, ist eine sehr nice Marke. Wir haben ja letztens die Stifte ausprobiert. Was für ein Zufall, war. War nicht mit Absicht, ich schwöre es euch, ich wusste nicht, was hier drin ist. Und dann haben wir hier nochmal so ein Derwent Graphitint. Das ist wahrscheinlich so ein Graphitstift, den man mit Wasser verwischen kann. Also so ein Aquarell-Graphitstift. Und dann gucken wir mal weiter, das kann jetzt weg. Und Sticker, das ist auch nice. Was ist das? Scrawler sein? Scroller sein. November. Okay. Oh, nein. Hier stehen die Contents drauf. Nein, 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 nein. Nein. Ach, das wurde jetzt damit gemacht, was hier drin ist. Oh, hier ist doch Papier. Hier ist Papier drin. Mold made form ronde. Watercolor. Cold pressed Feinkorn. Okay, okay. 300 Gramm und A5. Das ist nicht schlecht, das ist gut, da kann man mit arbeiten. Aber schon grob. Also ich arbeite ja normalerweise nur auf ganz glattem Papier. Das ist schon für meine Verhältnisse sehr grob. Das könnt ihr, glaube ich, auch auf der Kamera ganz gut erkennen. Es fühlt sich aber sehr gut an. Sehr, sehr nice fühlt sich das an. Ich würde euch ganz gern sagen, wie teuer die Box war, aber ich erinnere mich nicht mehr, weil ich sie halt im Oktober schon bestellt habe. Das ist jetzt, wie lange her? Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall unter irgendwie so 30, 35 Euro hat die, glaube ich, gekostet. Keep scrolling. Hashtag Scrollerbox. Okay, weg damit. Also gucken wir uns mal erstmal das Artwork an. Ich finde, das sieht sehr, sehr schön aus, sehr, sehr stimmig, wunderschöne Farben. Wir machen jetzt mal so eine kleine Kunstanalyse hier. Das hier sieht für mich also ein bisschen aus wie Berge, Bäume, eine kleine Landschaft, ein See. Mega nice. Und falls ihr jetzt die ganze Zeit so hört, das ist Pan mit seinem Spielzeug. Da ist innen irgendwie so eine Tröte oder sowas drin, das ist so ein kleiner Waschbär. Und er spielt jetzt gerade damit. Macht das die ganze Zeit. So, und hier hinten steht noch was drauf. Ah, Featured Artist, Claudia Drexic? Drejage, ich bin nicht sicher, wie das ausgesprochen wird. I'm an artist living in the north of Germany. As an optician working in the field of visual merchandising company. Okay. Aber sehr, sehr schönes
Artwork, Claudia. Sehr schön. Und dann gucken wir uns das hier jetzt mal an. Ich bin so gespannt. Es sind auf jeden Fall keine No-Name-Produkte. Also Derwent hat schon Hand und Fuß, das ist super. Mega nice Marke. Hallo? Was? Warum struggle ich jedes Mal mit den Verpackungen? Jedes Mal. Ich krieg nie irgendwas richtig auf. Geht das von der anderen Seite auf? Okay, komm schon. Bitte. Ah! Okay. Oh, das sieht so süß aus. Guck, wie süß das aussieht. Ganz klein. So. Aha. Das packen wir mal hier hin, dann hat man das. Und das nehmen wir mal weg. Oh, seht ihr, wie die glänzen? Das ist wirklich Graphit, weil Graphit hat diesen eigenen Glanz. Aber das sind tatsächlich alles unterschiedliche Farben, die man wahrscheinlich erst dann sieht, wenn man sie auch nass... Yes, ich liebe diese Dinger. So rum? What? Nein. Hä? Doch. Hä? Hä? Nein. Hä? Ah! Für alle, die diese Dinger nicht kennen, das ist so ein Wassertankpinsel. Hier füllt man Wasser rein, da kann man hier push, kann man hier drauf drücken und dann kommt hier so ein bisschen Wasser raus. Sehr, sehr angenehm für Aquarellbilder und sowas. Also ich mag die Dinger wirklich sehr gern, weil da muss man nicht immer wieder den Pinsel tunken. Und auch super für unterwegs, für schnelle Skizzen und so, sind die Dinger mega. Und was mir gerade noch auffällt, die schicken das tatsächlich so, dass man das Papier hat, dass man einen Stift hat, mit dem man vorzeichnen kann und die Farben, mit denen man malen soll. Also man könnte tatsächlich ein ganzes Bild machen, aber da ich nichts von diesen Sachen bis jetzt jemals benutzt habe, swatchen wir mal erstmal die Farben, würde ich sagen. Ich habe jetzt hier auch nochmal drauf geguckt. Das ist wohl die Box für November. Also, das wissen wir auch. Ich habe im Oktober bestellt, die Box für November im März bekommen. Yay! Jetzt probieren wir das Ganze aus. Ich habe jetzt hier Wasser reingefüllt und mir eine Tasse geholt. Das ist eine Harry Potter Tasse. Ich weiß nicht, ob man das erkennt. Ein bisschen schlecht wahrscheinlich, aber oh, nicht verschütten. Und dann nehmen wir uns den hübschen Block hier. Ich reiß das Papier jetzt nicht. Doch, ich reiß es raus. Es war ein Fehler. Es war ein Fehler. Oh no! Ich lasse das. Ich lasse das. Aber wie soll... Ich muss es ja irgendwann... Na, egal. Jetzt erstmal nicht. Wir fangen mit der ersten Farbe an, würde ich jetzt einfach sagen. Und nehmen das hier erstmal raus. Okay, okay, okay. Das ist so ein braun... Wie heißt die Farbe? Amber. Okay, ja. Gehen hier so ein bisschen hin. Ein bisschen pushen. Und dann... Oh, das ist ja wirklich voll schön. Oh, das ist wirklich voll schön. Voll die schöne Farbe. Also, ich muss schon sagen, ich finde die Farbe herrlich. Jetzt mache ich den Pinsel kurz sauber und dann nehmen wir die nächste Farbe. Next. Ja, ich liebe Farben einfach, ne? Also, eigentlich jede Art von Farben, aber das finde ich jetzt schon mega nice hier. Mega schön. Okay, ich swatch jetzt mal alle und dann zeige ich euch das am Ende. So sehen die Farben aus. Das ist noch nicht ganz trocken, da habe ich ein bisschen zu viel Wasser genommen, aber die anderen sind gut. Was ich richtig, richtig hübsch finde, aber ich denke, das sieht man nicht so gut an der Kamera, ist, dass die so ein bisschen glitzern. Das kommt von Graphit in der Farbe. Das macht, dass das so ein bisschen glitzert und ich finde das ultra schön. Ultra, ultra schön. Am schönsten finde ich die Farben hier, die drei. Ja, obwohl ich finde die untere Palette finde ich sehr, sehr schön. Welche Palette findet ihr am hübschesten? Die oder die? Also ich finde die Farben herrlich. Und auch die liebe Claudia hat wohl die Farben eher verwendet. Ich finde, die passen sehr, sehr schön zusammen, muss ich schon sagen. Das sieht toll aus. Das sind super schöne Farben. Ich mache jetzt mal eine Skizze mit dem Stift und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich habe den jetzt mal angespitzt und guckt euch das an. Ist das nicht herrlich? Das ist doch herrlich. Mega nice. Skizze ist fertig. Verzeiht mir, wenn die Skizze heute nicht ganz so perfekt ist wie... Naja, eigentlich sind meine Skizzen nie perfekt. Aber wenn sie nicht ganz so gut aussieht wie normalerweise. Ich habe das jetzt einfach aus dem Kopf schnell freihand gemacht und ja, es ist ganz okay. Ich will halt einfach nur mal erstmal ausprobieren, ob ich überhaupt hiermit klarkommen und ob ich überhaupt hiermit klarkomme und ob ich überhaupt hiermit klarkomme. Jetzt schon mal zu diesem Stift sagen, ich dachte, er wäre eher wie ein Bleistift, aber es fühlt sich mehr an, als wenn das so ein Buntstift wäre. Also ich finde das eigentlich ganz cool, aber ich weiß jetzt nicht, wo ich ihn hinpacken würde, wenn ich meine Sachen sortieren müsste. Da weiß ich nicht. Also hier steht zwar Midnight Black und eine 20 und eine 20. Es fühlt sich an wie ein Bleistift, aber es ist kein Bleistift. Versteht ihr, was ich meine? Ich verstehe selber nicht, was ich meine. Also wieso solltet ihr das verstehen? Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an mit diesen wunderschönen, wunderschönen Farben. Ich glaube, ich bediene mich hier an dieser unteren Palette. Was mache ich denn jetzt? Ich nehme mal hier von diesem Blau so ein bisschen. Blau? Ist das blau? So, ich probiere das jetzt mal hier aus. Ganz vorsichtig. Einfach nur so ein bisschen Gedudel. Einfach so ein kleines... Oh, okay. Jetzt gehen wir mal hier rüber. Machen das auch hier so. Was habe ich getan? Kann ich den Schwamm hier rausnehmen? Ja, perfekt. Schwamm. Leute, ich habe gestern eine Folge SpongeBob geguckt. Ich weiß, ich bin alt, aber... Oh Gott, was habe ich getan? Aber SpongeBob ist tatsächlich für immer ein Teil meines Lebens.
mein Gott, jetzt sieht's aus. Okay, eigentlich ist es gar nicht so wild. Okay, wir machen einfach weiter. Ich mache jetzt mal einen Zeitraffer an und dann gucken wir mal, was dabei herauskommt. Ich bin selber sehr gespannt. Fertig. Also es besteht auf jeden Fall Übungsbedarf bei mir, was Aquarell angeht. Ich bin da immer noch nicht so gut drin. Aber Übung macht den Meister, das sage ich immer sehr gern auch zu euch. Also es geht. Also es gefällt mir eigentlich ganz okay. Dafür, dass ich das jetzt zum ersten Mal ausprobiere, ist es ganz okay. Dafür, dass ich keine Vorlage habe, ist es ganz okay. Dafür, dass ich einfach mal gemacht habe, was ich machen wollte oder eher, was ich damit nur machen konnte. Es ist ganz okay. Also Fazit zur Scrollerbox. Ich finde das mega cool, dass man so eine Art Überraschung hat, was man da drin hat. Ich finde, es ist eine super Möglichkeit, neue Sachen auszuprobieren, die man sich vielleicht im Laden niemals gekauft hätte, weil man denkt, ja, weiß ich nicht, ob ich damit klarkomme. Aber so hast du das halt und probierst das dann einfach aus und denkst dir, ey, es ist ja doch ganz cool. Ich finde es auch super, dass so eine Künstlerin hier mit dabei ist, die einem so ein bisschen so eine kleine Vorlage gibt, was man damit machen könnte. Und auch hier steht drauf, Scroller Challenge. Also es gibt wohl jeden Monat eine Challenge. Diese Challenge war Liquid Landscape. Okay. Irgendwie sollte man wohl sowas nachmachen, aber ich bin echt nicht der Landschaftstyp. Ich habe es versucht, Leute. Ich habe es eine Weile lang versucht, aber es ist wirklich nicht mein Fall. Das anscheinend auch nicht, aber das eher als so Landschaftssachen. Ja, ich finde es nice, dass man verschiedene Sachen da drin bekommt. Ich finde es auch nice, dass man eine kleine Süßigkeit da drin hat. Ich finde es cool. Ich bin wirklich ein Fan davon. Nächstes Mal hoffe ich aber, dass ich nicht 5 Monate darauf warten muss. Das war echt ein bisschen heavy. Aber ich habe mich echt sehr auf die Box gefreut. Ich mag die Sachen, die da drin sind. Ich finde die super. Ich mag auch das Papier sehr gerne. Ich habe total vergessen, dass das Papier da mit drin war. Ich dachte gerade, das ist mein eigener Block. Und dann ist mir eingefallen, dass das Papier ja auch mit da drin war. Also das Papier finde ich auch mega, mega nice. Es wellt kaum. Es fühlt sich sehr hochwertig an. Naja, bis auf, dass ich das jetzt hier schon zerrissen habe, indem ich nur ein Blatt rausgerissen habe. Aber das ist ja vielleicht bei euch nicht so. Ich bin halt einfach jemand, der gerne Sachen zerstört. So, Leute, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Falls ihr es noch nicht getan habt, drückt auf Abonnieren, aktiviert die Glocke. Ich würde mich sehr darüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!